Eine Superrunde der großen vier mit den Trainerduellen Krankl gegen Cordes in Innsbruck und Dokupil gegen Baric im Hanapi-Stadion. Hallo und herzlich willkommen bei Fußball. Das ist eine ganz heiße zweite Frühjahrsrunde. Gleich zwei große Schlager, nämlich Tirol gegen Austria und Rapid gegen Salzburg. Und dazu noch zwei Lokaldarbys, nämlich jenes in Niederösterreich, Mödling gegen Admira Wacker, und jenes in Oberösterreich, Steyr gegen den FC Linz. Also hinein in das Vergnügen dieser zweiten Frühjahrsrunde gleich auf dem Innsbrucker Tivoli. Diese beiden Mannschaften kamen nicht gerade ideal aus den Startblöcken. Die Tiroler mit einer Niederlage bei Admira Wacker, die Austria mit einem Unentschieden gegen Steyr. Und dazu kamen dann noch die Turbulenzen um die Jungstars, um Wagner und Zechner. Der Kälte kam, der war erstmals dabei, nämlich Rachimov aus Moskau. Rachimov Debüt bei der Austria. Tivoli, der FC Tirol ohne Michael Streiter, der am Oberschenkel verletzt, den Fitnesstest nicht bestand und durch Budlo als Libero ersetzt wird. Die Tiroler seit vier Runden sieglos, von 11 Spielen gegen Austria konnten zuletzt nur zwei gewonnen werden. Austria im traditionellen Violett, mit Ogris nur eine Sturmspitze, aber Austria von Beginn an gefährlicher. Ogris, dritte Minute, Austria führt mit 1:0 und Torschütze Andi Ogris. Das schnellste Tor der Austria, Narbekovas auf Ogris, kein Problem für Ogris. Sein fünftes Tor in der Meisterschaft und die Austria führt nach drei Minuten am Tivoli mit 1:0. Idealer Beginn für Austria Wien. Wohlfahrt gegen Hartmann, Sieger gegen Hartmann, der nach Bolgers Erkrankung wieder Berücksichtigung in der ersten Mannschaft fand. Aus der cleverer, abgekochter, beweglicher, das Spiel mehr leidenschaftlich denn hochklassig. Verdient das Prädikat Spitzenspiel, nicht gelbe Karte für Bauer. Ogris, Czerny, gelbe Karte für Ogris, seine zweite erst in dieser Saison für den als Heißsporn bekannten titulierten Andi Ogris. FC Tirol engmaschig, findet sich mit dem beweglichen Spiel der Austria bei frühlingshaftem Wetter nicht zurecht. Freistoß, Tirol. Kirchler, Wohlfahrt. Kein Problem für den Teamtorhüter. Wiederum eines von vielen Fouls, die den Spielfluss stören. Narbekovas. Bombenschuss an die Stange. Hier wäre wohl Innsbruck-Torhüter Koch zu kurz gekommen. Ein Bombenschuss von Narbekovas an die Stange. Austria mit den besseren Torchancen bislang in diesem Spiel. Bauer. Hanek. Hanek zu zaghaft, Mehlig. Schwachter Schuss von Roman Mehlig. Herrliches Wetter in den Bergen. Viele der Zuschauer werden wohl lieber nach den ersten 45 Minuten im Skigebiet oberhalb von Innsbruck oder sonst wo in der Sonne gehen. Halbzeitstand 1:0 für Austria Wien. Nach einer Gedenkminute für Bruno Petzer geht es in die zweiten 45 Minuten, ohne dass sich an Innsbrucks Unsicherheiten etwas geändert hätte. Ogris mühelos vorbei und Bauer klärt. Der FC Tirol unter dem Strich energischer als vor der Pause. Watzinger. Czerny. Kirchler. Kirchler. Zu knapp, zu eng vors Tor gespielt. Wohlfahrt pariert. Stöger. Watzinger. Czerny und Koga rettet vor Sané zum Eckball. Erster Eckball für den FC Tirol nach 49 Minuten. Ein Indiz für die fehlende Durchschlagskraft der Tirol. Gedränge, Getümmel vor dem Austria-Tor. Aber letztlich wird nichts draus. Czerny. Fehler zuhauf im Abspiel der Tiroler. Fehler, die den Gegner stark machen. Angriff Austria.
Nabekovas. Gefault. Freistoß. Nabekovas. Wuchtiger Schuss. Aber daneben. Trainer Cordes holt Andy Ogris nach 59 Minuten, weil er heiß, weil er zornig war und damit gefährdet war vom Feld. Für ihn kommt Mjelde, der Norweger. Offensivkraft, Angriffsgeist, das muss nicht immer mit der Anzahl der Stürmer zusammenhängen. Austria nominell nur mit einer Sturmspitze gefährlicher. Prosenik, 64. Minute, Austria führt mit 2:0. Torschütze Christian Prosenik. 64. Minute, Idealabspiel des Abwehrspielers Achimov auf den gelernten Mittelfeldspieler Prosenik und 2:0 für die Austria. Und 100 mitgereiste Austria-Fans im Freudentraum. Eckball FC Tirol, der vierte nach 73 Minuten. Danek, 1:2, ein Tor aufgeholt. Torschütze Václav Danek. Daneks drittes Meisterschaftstor, sein drittes, nona, muss man sagen, per Kopf. Der FC Tirol, die Mannschaft, die bisher mit 9 Toren die meisten per Kopf erzielt hat. Und der FC Tirol plötzlich wie ausgewechselt. Entwickelt erstmals in diesem Spiel Druck, ist erstmals gefährlich. Beschäftigt die Austria-Abwehr, aber das ist immer noch Franz Wohlfahrt. Sicher gehalten, Ruhe in der Pol der Austria-Abwehr, Franz Wohlfahrt. Freistoß für den FC Tirol. Stöger, Bauer beim Freistoß. Bauer. Janischitz, kurz zuvor ins Spiel gekommen ist, da. Tor. Aber der Treffer zählt nicht. Was war da geschehen? Die Situation nochmals. Janischitz im Abseits. Die Entscheidung von Schiedsrichter Finzinger vermutlich korrekt. Ausgleichende Gerechtigkeit. In der turbulenten Schlussphase erzielt Thomas Flögel ein Tor. Der Schiedsrichter Finzinger ebenfalls wegen Abseits, diesmal weniger regelkonform, nicht gelten lässt. Der FC Tirol unterliegt Austria Wien nicht unverdient mit 1:2. Wir haben schlecht gespielt. Wir waren sehr schlecht. Wir waren von der ersten Minute an, wir sind von der ersten Minute an sehr nervös. Die arrivierten Spieler sind nervös, die jungen Spieler sind nervös. Wir finden nicht zu unserem Spiel. Wir haben momentan null Glück. Wir bekommen in der zweiten Minute das Tor, werden eiskalt erwischt und die Nervosität greift um sich. Wie es seinesgleichen sucht. Wir spielen schlecht. Ja, das ist die zweite Niederlage der Tiroler jetzt im Frühjahr, die vierte bereits in Serie. Also die Lage für die Tiroler ist bedenklich. Wir werden später dann noch mit Harald Czerny über die Probleme beim FC Tirol reden. Auf ihrem Totoschein jedenfalls bedeutet dies Spiel 1, Torwette 1:2 und Tipp 2. Rapid kommt etwas später, jetzt das niederösterreichische Derby.